andere Länder, andere Sitten. Für sogenannte Expats, also im Ausland arbeitende Fachkräfte, gibt es bei der Eingewöhnung in der neuen Umgebung oft Probleme oder Heimweh. Expat-Netzwerks wollen dafür sorgen, dass man sich im Ausland wohlfühlt und einen sozialen Anschluss findet. Dafür finden regelmäßige Treffen und Foren zum persönlichen Austausch statt, auch in Moskau. Wie immer am zweiten Mittwoch im Monat treffen sich Mitglieder von österreichischer Business Club in Russland in einem schönen Lokal in Moskau. Eines der Hauptziele des Clubs ist informelle Kontaktpflege und Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Österreichern und Russen. Alle Freunde Österreichs sind herzlich eingeladen. Solche Veranstaltungen bieten eine einzigartige Möglichkeit, Menschen zu begegnen, informell kennenzulernen, die sonst kaum zu treffen sind. Schwierig ist. Aber ich meine, es ist ja gut, wenn die Leute da bleiben und nicht davon rennen. Ne? Das ist ja eine positive Sache. Also, wie entstand die Idee, ein österreichischer Business-Club zu gründen? Die Idee ist dadurch entstanden, dass es eben keine Informationsplattform gibt, wo die Österreicher informell, nicht formell, es gibt einen Wirtschaftsclub, es gibt in der Botschaft immer wieder die Treffen, aber es gibt so kein informelles Treffen. Egal ob berufliche Veränderung oder Abenteuerlust, es gibt zahlreiche Gründe, die Menschen dazu motivieren, eine Zeit lang als Expatriat im Ausland zu leben. Auch wenn ein solcher Auslandsaufenthalt mit vielen Chancen verbunden ist, gibt es ebenso auch einige Risiken und vor allem Herausforderungen, die die Expats im Gastland erwarten. Beim Einleben in eine neue Kultur oder ein neues Land ist es wichtig, Menschen zu treffen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Dadurch entsteht eine Gemeinschaft, in der sich die Menschen untereinander unterstützen. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelungene Integration vor Ort.